Hallo und herzlich willkommen bei Einfach näher, der Nähpark-Podcast. Ich bin Tanja und ich darf mich in jeder Folge mit einem Gast über ein Thema in Sachen Nähen und Sticken unterhalten. Normalerweise reden wir ja über Nähmaschinen, Stickmaschinen, Overlocker oder Carvermaschinen. Bei einer Umfrage hat sich aber herausgestellt, dass ihr euch ein weiteres Thema wünscht und das ist Sticksoftware. Ich habe ein bisschen überlegt, ob und wie wir das machen. Ich fand es bis jetzt immer schwierig, über eine Software zu sprechen in einem Podcast. Aber wir probieren das jetzt einfach mal aus mit einer Miniserie. Und die geht heute los mit Willkommen Hatch und der Antje. Hallo Antje. Hallo Tanja, danke, dass ich hier sein darf. Schön, dass wir über Software sprechen. Ja. Wenn ihr noch mehr über unseren Gast erfahren wollt, dann findet ihr auf dem Nähratgeber eine Infoseite. Den Link dazu packe ich euch in die Shownotes und da könnt ihr euch das Ganze anschauen. Dort haben wir auch einen Rückblick auf die vergangenen Folgen und immer einen Ausblick auf die nächste Folge. Jetzt geht's los mit Sticksoftware. Und, bist du schon aufgeregt? Ich bin super aufgeregt. Das ist mein erstes Mal in einem Podcast. Ja. Podcast ist vielleicht dein erster, Ja. aber Online-Tutorials und Videos machst du ja schon lange Zeit. Ja, schon ein paar Jahre, das stimmt. Stell dich doch mal kurz vor, was du aktuell so machst, wo man dich findet und erzähl uns dann doch mal, wie du zu Hatch gekommen bist. Also, ich bin die Antje und ich bin die Eigentümerin und der kreative Kopf und Designer von Smart Design seit 2010. Das ist das Jahr, in dem ich Smart Design offiziell als Geschäft angemeldet habe, hier in Australien. Ich wohne in Australien seit 2008 und bis dahin, bis 2008, haben wir in Deutschland gewohnt und dort war ich auch selbstständig. Und ja, also ich habe Smart Design hauptsächlich mit Stickdateien, die ich verkaufe im Internet. Ich habe verschiedene Online-Plattformen und auch einen eigenen Online-Shop, wo ich meine Dateien verkaufe. Ich mache auch Kundenauftragsdigitalisierung, schweres Wort, das in Deutsch zu sagen, das bin ich nicht mehr gewöhnt. Also ja, ich mache also auch Kundenaufträge. Und seit 2022 habe ich die Smart Design Akademie. Und in der Akademie biete ich deutschsprachige Digitalisierungskurse an, hauptsächlich für Hatch. So, wenn jemand also digitalisieren lernen möchte und Hatch hat, was aktuell in der Version 3 vorliegt, dann findet er bei mir die deutschsprachigen Online-Kurse dafür. Und ja, das war eigentlich basierend auf der Nachfrage, dass eben keine deutschsprachigen Kurse irgendwie großartig mehr verfügbar sind, seitdem leider die Silke von Sticktutorials aufgehört hat, ihre Kurse anzubieten. Ja, da habe ich auch gerade dran gedacht, da haben wir quasi gemeinsame Wurzeln. Da haben wir uns, glaube ich, sogar kennengelernt Ja. in Ihrem Forum damals. Haben wir das erste Mal Kontakt gehabt. Das war 2012. 2012, 2013. So lange ist Ja, das her. Ja, so ungefähr. so Ich habe lange. auch eben schon überlegt, so wann habe ich angefangen? Man bringt die Jahre dann immer irgendwann durcheinander, wenn es weiter Ja, zurückliegt. ich habe die immer ein bisschen im Hinterkopf, weil mich eben öfters mal Leute fragen und auch, weil ich das ein bisschen immer auf meiner Website als, na nicht als Biografie, aber so als Hintergrund für die Leute, die es wissen möchten, eben auch hinterlegt habe. Aber ja, also ja, 2012, das war das Jahr, in dem ich meine erste Stickmaschine gekauft habe und direkt auch die Kurse von Silke, weil ich da direkt eintauchen wollte. Mein erster Kontakt mit Stickmaschinen war sehr viel früher, also in 2007 oder 2008, 2007. Da habe ich bei einer Freundin eine Janome stehen sehen in Deutschland. Da waren wir noch in Deutschland und die hatte eine Janome. Und ich habe diese Stickmaschine gesehen, habe gedacht, meine Güte,
Ein Traum, ein Traum. Und dann hatte sie neben der Stickmaschine ihren Laptop aufgeschlagen und hatte da die Sticksoftware von Janomi drauf. Und ich bin ja so wie, ich bin softwarebesessen. Ich, wenn irgendwas auf dem Markt ist, wo ich Grafikdesign mitmachen kann oder Fotos editieren kann oder Videos editieren kann, das ist so meins, das ist so mein Steckenpferd. Und ich habe diese Software gesehen und habe so gedacht, boah, das kannst du auch. aber das hat dann noch, ja, wie gesagt, noch 5 Jahre gedauert, bis ich überhaupt dann das auch umgesetzt habe, weil ich meine, ich war damals in Deutschland, wie gesagt, mit meinem Mann auch selbstständig und habe so viel um die Ohren gehabt. Und dann kam nachher die Auswanderung und so weiter. Da habe ich einfach keine Zeit gehabt, mich damit zu beschäftigen und habe das immer ein bisschen hinten rangesetzt. Aber naja, manche Sachen, die brauchen halt Zeit, um dann sich zu entwickeln. Und ja, 2012 war dann der Zeitpunkt, wo ich meinen Traum erfüllt habe und mir eine Stickmaschine gekauft habe und das Digitalisieren gelernt habe bei Silke. Ja. Welche Stickmaschine war dann deine erste? Meine erste Stickmaschine war die Husqvarna Viking Topaz 30. Das war die erste. Die hatte ich auch mal. Ich weiß. Das war meine erste Stickmaschine und einfach deshalb, ich hatte auch eine Nähmaschine zu dem Zeitpunkt, eine Brasa. Die war schon ein paar Jahre alt und die Topaz ist ja eine Kombimaschine und der Nähmaschinenhändler, bei dem ich die Maschine hier gekauft habe in Australien, der war eben auf Husqvarna und Brasa spezialisiert und die Husqvarna hat mir einfach von der Qualität der Maschine an sich, wie die da so auf dem Tisch stand und die Handhabung und alles, hat die mir damals einfach mehr zugesagt als die Brasa-Maschinen, die die hatten. Und deswegen ist es eine Husqvarna geworden. Und ja, dann habe ich irgendwann die 50 gekauft, die Topaz 50. Dann habe ich mir irgendwann die Brasa PR 1000E gekauft. Das war dann die Multinadel, also die Mehrnadelmaschine. Und jetzt habe ich noch die Innovis 2600. Das ist auch wieder eine Kombimaschine. Die passt gerade perfekt zu meinem Lebensstil. Und ja, also ich habe schon einiges an Maschinen durch auch. Also kann man so sagen, ich bin auch maschinenbesessen. Jo. Nähmaschine, Stickmaschine, Covermaschine, Overlock. Ich hatte meine Strickmaschine von meiner Mama. Die habe ich, das war mir aber dann zu viel. Das war mir zu viel Input. Das habe ich dann, das ging nicht. Das war zu viel. Ja, es sammelt sich immer alles so an, dann Ja. das noch ausprobieren und das noch ausprobieren. Ja. Ich meine, ich nähe auch schon lange. Ich bin in einer sehr kreativen Familie groß geworden. Bei uns hat jeder irgendwie mehrere Hobbys. Also meine Tanten, meine Mutti, meine Schwestern. Wir nähen, wir stricken, häkeln oder mehr oder weniger gerne oder ungern. Meine Mutti, ich sage immer, sie sagt immer, sie hängt an der Nadel. Also sie strickt unheimlich viel, heute noch. Und wir zeichnen, wir malen alle. Wir sind alle, also wie gesagt, ja, in einem breiten Feld wirklich aktiv und kreativ. Und ich bin so groß geworden und habe schon in der Schule damals auch die Handarbeitskurse mitgemacht, die meine Mutti als Kursleiter geleitet hat, auch schon in der Unterstufe. Da war ich also, ja, ich musste halt mit, weil sie halt die Leiterin war, aber ich habe es gern gemacht, hat Spaß gemacht. Und ich war in Zeichenzirkeln und ach, keine Ahnung. Also es hat mich irgendwie das ganze Leben begleitet. Und meine ältere Schwester, die hat dann Herrenmaßschneider gelernt. Und während ihrer Ausbildung ist sie natürlich, wenn sie zu Hause war, musste sie natürlich immer Projekte nähen und üben und machen und tun. Und dann habe ich immer hinter ihr gestanden und habe im Prinzip, ich habe natürlich nicht das gelernt, was sie gelernt hat, weil ich natürlich nicht in der Ausbildung war. Aber ich habe mir viel von ihr abgeguckt und sie hat mir viel gezeigt. Und ich habe auch unter ihrer Anleitung mit 14 meine erste einfache Hose genäht und alles solche Sachen. Also ich war immer, ja, an der Nähmaschine ziemlich zu Hause, kann man sagen. Seit, ja, 14., 15. Lebensjahr, Ja. kann man sagen, sitze ich an der Nähmaschine. Und habe damals dann, nachdem ich geheiratet habe, meine erste Veritas bekommen. Das war eine sehr, sehr schöne Nähmaschine. Die hat aber, als wir dann nach Australien gezogen sind, das Klima hier nicht so richtig vertragen. Und hat dann irgendwann angefangen zu rosten und alles. Also die hatte ja nun schon dann auch ein paar Jahre auf dem Buckel. Die musste dann leider irgendwann gehen, ja. Ja, also
Ich bin auch nadelabhängig, sagt man so. Kann man Ja. sagen. Und du hast ja aber auch mit M-Bird angefangen. Also, wir haben quasi beide mit M-Bird angefangen und viel von der Silke gelernt. Ich Ja, auf jeden finde es Fall. auch schade, dass sie keine Kurse mehr gibt. Sie hat ja nicht nur für M-Bird extrem viel erklärt und gut erklärt, sondern auch fürs Digitalisieren an sich. Also, du siehst es wahrscheinlich wie ich, das sind zwei verschiedene Wege. Man muss lernen, mit seiner Software zurechtzukommen und man muss aber auch das Handwerk des Digitalisierens verstehen. Ganz genau. Wann war denn für dich so der Punkt zu wechseln von M-Bird auf Hedge und warum? Das war kein direkter Wechsel von Embert auf Hedge. Ich bin auf Willkom umgestiegen. Da gab es Hedge noch gar nicht. Also ich glaube, das war 2014, habe ich mir Willkom gekauft. Also 2 Jahre, nachdem ich intensiv mit Embert gearbeitet habe, habe ich mir dann Willkom gekauft. Nachdem ich es 30 Tage getestet hatte, aufgrund eines Angebots, was mir per E-Mail ins Haus war, so ein Newsletter. Ja, ich habe ein Newsletter bekommen von der australischen Verkäuferin hier. Das ist ja eine australische Firma, Willkommen. Und ich glaube, ich habe diesen Newsletter gekriegt, weil ich den TrueSizer hatte damals und natürlich ein Konto hatte. Und die haben dann die 30 Tage Testversion angeboten. Und ich habe mir das dann auch angeguckt, habe mir also diesen Dongle bestellt, den die mir geschickt haben, habe das getestet und ich habe mich da sofort mit zurechtgefunden. Obwohl Willkom ja komplett anders aufgebaut ist als Embird. Aber wenn man weiß, wie man grundsätzlich digitalisiert, das ist meine Theorie, dann kann man auch in eigentlich jeder Software arbeiten. Das ist das, was ich denke. Also wenn man die Grundlagen versteht, wenn man weiß, wie man eine Stickdatei aufbaut und sich dann ein bisschen mit seiner Software auseinandersetzt und sich die Werkzeuge anguckt und so weiter und so fort, dann kann man durchaus die Grundlagen auf jede Software anwenden. Und das ist eigentlich die Basis gewesen für die Idee von der Smart Design Akademie. Ich gedacht habe, speziell softwarebezogen wird ein bisschen schwierig, weil es so viele verschiedene Programme gibt. Aber die Grundlagen zu vermitteln, was eine gute Stickdatei ausmacht und wie man eine gute Stickdatei erstellt, das habe ich damals eben von Silke auch schon gelernt. Und sie hat ihre Kurse ja auch so aufgebaut gehabt, dass man, auch wenn man Embed natürlich intensiv gelernt hat, man durchaus das Wissen, was man da gelernt hat, auf andere Software anwenden konnte. Ja. Willkommen zum Beispiel. Also das ist ja Und quasi die Profi-Version. Willkommen ist die Willkommen. Profi-Version und sehr teuer. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn es damals, als ich Willkommen gekauft habe, wenn es damals Hedge schon gegeben hätte, dann hätte ich mir Hedge gekauft. Dann hätte ich das Geld nicht für Willkommen ausgegeben, weil ich der Meinung bin, dass Hedge selbst für das, was ich mache, völlig ausreicht. Absolut. Und wie gesagt, ich arbeite seit 10 Jahren mit Willkommen. Intensiv, jeden Tag. Ja. 6 Tage die Woche, manchmal 7 Tage die Woche, je nachdem. Ja, wenn man selbstständig ist, dann hat man eben keine 9 bis 5 Arbeitszeit von Montag bis Freitag. Das sieht dann ja auch ein bisschen anders aus. Und ja, also Hedge kam dann eigentlich, weil ich über die Kurse nachgedacht habe, nicht weil ich die Software brauchte. Ich hatte ja Willkommen und habe Willkommen immer noch. Und Willkommen ist auch für mein Unternehmen, also für meine Stickdateien selber, immer noch die Software, mit der ich arbeite. Ich habe mir dann wirklich Hedge gekauft, um mich da einzuarbeiten und zu gucken, ob das sinnvoll ist mit den Kursen. Ich habe also auch da die 30 Tage Testversion runtergeladen, habe das verglichen mit Willkommen und habe mich dann entschieden, die Software zu kaufen, um eben basierend auf der Software, nachdem ich mich da eingearbeitet habe, diese Kurse aufzubauen. Erstmal für Leute, die generell das Digitalisieren lernen wollen und aber auch für Leute, die direkt Hedge haben und mit Hedge klarkommen möchten. So. Das ist Ja. so der Werdegang. Und der erste Kurs, den ich dann in der Akademie angeboten habe, der zuerst fertig war, das war der Basiskurs Stickdateien digitalisieren. Also da geht es wirklich nicht um Hedge, obwohl ich Hedge als Software benutze, um alles fortzuführen. Aber ich spreche auch Embird ein bisschen an, ich spreche Willkommen ein bisschen an, vergleiche die Oberflächen und so weiter und versuche in dem Basiskurs eben wirklich den Leuten auch
das Digitalisieren von Stickdateien zu erklären und nicht die Handhabung von Hedge. Ja. Während die Hedge-bezogenen Kurse sich wirklich mit Hedge 3 jetzt dann eben beschäftigen und wirklich zeigen, wie man mit den Werkzeugen in Hedge direkt arbeitet, wozu die gut sind, wie man die einsetzt und wie man da eben bestimmte Effekte erzielt und solche Sachen. Und ich erkläre eben die Oberfläche komplett und erkläre die Werkzeuge und erkläre, wie man die Arbeitsblätter einrichtet, also diese Farblagenübersichten, ne, diese Worksheets, alles solche Sachen. Und diese Hedge-Kurse, der Hauptkurs, der Komplettkurs, der ist letztes Jahr, also 2023, ich glaube im Oktober erschienen, also ein Jahr, nachdem ich den Basiskurs gemacht habe. Steckt natürlich ein Haufen Arbeit in diesen Kursen drin, aber es macht natürlich auch unheimlich Spaß. Deswegen habe ich einfach weitergemacht. Ich mache das einfach gerne. Und Ja. das Feedback von den Kursteilnehmern, was ich kriege, das spornt dann auch noch an. Also ich habe ganz viele Kursteilnehmer, die im Facebook Messenger mit mir dann kommunizieren, wenn sie irgendwelche Probleme haben. Oder andere, die schreiben mir direkt E-Mails und wir schreiben dann mit per E-Mail hin und her. Und ich habe auch eine Facebook-Gruppe für meine Kursteilnehmer, aber die ist nicht so aktiv. Und ich denke, das liegt einfach daran, dass viele nicht so mit Facebook selber hantieren möchten, was das betrifft. Und vielleicht sind da auch Kursteilnehmer bei, die eben wirklich. Ein paar sind selbstständig, die machen das eigentlich für ihr Unternehmen und die wollen wahrscheinlich dann bestimmte Sachen nicht in der Gruppe diskutieren, weil sie natürlich die Sachen für ihr Unternehmen digitalisieren, was ich absolut verständlich finde. Ja. Aber ja, dieses Feedback, was man da kriegt, und die Möglichkeit, den Leuten dann zu helfen, das ist eigentlich das, was anspornt. Und zu sehen, wie sie sich entwickeln und welche Fortschritte sie machen und was am Ende dann dabei rauskommt, ist. Also ich habe nicht damit gerechnet, dass das so viel Spaß macht, aber ich mache das wirklich gerne. Das macht richtig viel Spaß. Ja, das ist auch schön. Das merkt man dann auch in den Kursen, dieses gegenseitige Anspornen. Also durch das Feedback Ja. bildet sich vielleicht sogar wieder ein neuer Kurs, um dann wieder etwas anderes zu erklären. Auf jeden Fall. Also ich habe gerade zum Anfang, nachdem der Basiskurs rausgekommen ist, Anfragen von den Kursteilnehmern oder von ein paar Kursteilnehmern bekommen zu speziellen Themen. Und auf diesen speziellen Themen basieren im Endeffekt die Minikurse, die ich anbiete. So nach dem Motto, ah, ich will eigentlich, selbst für potenzielle Kunden, die den Basiskurs nicht gekauft haben, ah, ich will eigentlich nicht den großen Kurs kaufen. Ich möchte nur wissen, wie das und das und das geht. Und das war die Idee für die Minikurse dann. Also wo ich mich wirklich nur um ein Thema kümmere, um eine spezielle Technik oder eine spezielle Stickdatei oder ja, Laufstiche zum Beispiel oder Ja. Satinstiche oder Stickschaum als Minikurs, sodass dass die Leute eben nicht den kompletten Kurs kaufen müssen. Den großen Kurs, der ja doch ein bisschen teuer ist. Das ist eben der gleiche Punkt wie bei der Software. Also Ja. ich habe ja durch dein Kursangebot gescrollt und du hast verschiedene, diese Minikurse und die Vollversion. Und das ist ähnlich wie bei Software, weil bei manchen Marken oder Programmen hast du nur die Wahl zwischen absolutem Basic, kostenlos oder halt die Einsteigerversion oder dagegen die Vollversion, die natürlich auch sehr teuer ist, wenn man sich das so anschaut. Das ist zum Beispiel, muss ich sagen, der Fall gewesen bei der Bernina V8. Da hattest du nur Artlink, die kostenlose Version, oder Designer Plus, die Vollversion. Jetzt mit der V9 haben sie nachgebessert. Es gibt jetzt auch die Mid-Range-Version, was ich persönlich super finde. Und das war auch das, was mir an Hedge immer so gefallen hat. Ja. Du hast verschiedene Module und du musst dann nicht wechseln, weil das ist ja dann oft so, dann nimmt man eine günstige Einsteigersoftware. Da gibt es dann nicht die entsprechende Vollversion dafür, die man haben möchte. Auch wieder schwierig. Und bei Hedge kann ich quasi einsteigen und kann wachsen mit meinen Fähigkeiten bis zur Richtig. Vollversion. Ja. Und da wirst du bestimmt auch oft gefragt, welche Software soll ich kaufen? Garantiert. Und welche Version von Hedge soll ich kaufen? Genau, also bei welche Software soll ich kaufen? Das ist natürlich abhängig davon, wie viel möchte derjenige ausgeben und wie viel kann er ausgeben. Aber
Ich empfehle dann wirklich auch immer Hedge, weil ich finde, dass Hedge einfach von der Oberfläche auch extrem intuitiv ist. Also selbst wenn man kompletter Neuling ist, wenn man sich da mal so für ein Stündchen davor gesetzt hat und alles durchgeklickt hat und sich für das Thema eben auch interessiert, also wirklich auch digitalisieren lernen möchte, dann denke ich, erschließt sich einem das ein bisschen automatisch. Und selbst wenn man die Kurse nicht kauft, kann man sich da durchaus selbst reinfuchsen und da auch, na, ich würde nicht sagen durchwurschteln, man kommt durchaus auch gut zum Ziel, ohne dass man Kurse belegt. Die Kurse, die sind einfach nur noch eine Erweiterung für alles, was man da in irgendeiner Form einstellen kann und spezielle Einstellungen für spezielle Sticharten und hast du nicht gesehen. Aber ich finde, Hedge ist ein sehr anwenderfreundliches Programm. Ich habe auch PE Design getestet, nachdem ich mit MWirt und auch schon mit Wilcom gearbeitet habe, einfach weil die Software mir angeboten wurde, als ich die Mehrnadelmaschine gekauft habe. Du lachst. Ja, Und ich habe das könnt ihr im Podcast ja jetzt nicht sehen. Aber ich weiß mir jetzt genau, ich weiß genau, was du gedacht hast. Also jetzt nichts gegen PE Design, Oh, sondern nein, nein, das ist wahrscheinlich. diese Situation, wenn du eine Ja. andere Sticksoftware Ja. öffnest und dir denkst, ich versuche das jetzt mal, weil Ja, genau. jede Sticksoftware hat irgendeine Funktion, die wahnsinnig toll ist. Also Genau. Und bei PE war das eben die Fotostich, Funktion, also wo du ja. eben Fotos digitalisieren kannst. Und das war der einzige Grund, weshalb ich, als ich mir die Mehrnadelmaschine gekauft habe, dieses Angebot von meinem Händler angenommen habe. Und der hat die Software also für einen reduzierten Preis oben drauf gepackt. Und ich habe gedacht, naja, meine Güte, das macht den Kohl jetzt auch nicht mehr fett bei dem Preis für die Maschine. Und habe die Software installiert und habe da gesessen und mit dann schon 6 Jahren, nee, 5 Jahren Digitalisierungserfahrung in MWirt und Wilcom, habe ich vor PE gesessen und habe gedacht, wo ist das Handbuch? Ja. Also wirklich, das war so völlig komplett anders. Und ich habe dann auch eine Weile damit gearbeitet, einfach weil ich, wie gesagt, diese Fotostichfunktion ausprobieren wollte. Alles andere hat mich eigentlich gar nicht interessiert. Aber ich habe wirklich, ich habe versucht, ganz normale Sachen zu nachzuvollziehen, die ich eben in Wilcom auch mache, die in Wilcom kosten, die mich ein paar Sekunden und in PE haben, die mich wirklich Minuten gekostet, weil ich gar nicht, ich habe das gar nicht alles gefunden. Du musst da oben tausendmal hin und her klicken, um eine Funktion zu aktivieren und dann die andere. Und das war mir einfach alles viel zu kompliziert. Man ist verwöhnt, wenn man die Software von Wilcom oder Hedge dann nachher später eben kennt. Oder wahrscheinlich dann auch Yanomi, weil das ja von Wilcom ist. Also wenn man diese Programme kennt, dann ist PE ein bisschen verwirrend und ich muss auch sagen, mBrilliant ist genauso verwirrend, weil mBrilliant ähnlich funktioniert und auf Module aufgebaut ist und man innerhalb von dem Bildschirm von einem Modul zum anderen springt, um irgendwas zu aktivieren. Also ich habe die Ja. mBrilliant Software auch und ich wollte eigentlich auch da mich so weit einarbeiten, um ein bisschen Hilfestellung zu geben. Das ist viel zu aufwendig, da habe ich keine Zeit für. Das habe ich abgehakt. Ich So konzentriere geht es mich auf mir das, was ich will. mit MySonnet. Mir sind es zu viele Fenster. Ja. Also ich mag es aber auch in anderen Programmen nicht. Wenn ich irgendwas mache, dann möchte ich das in einer Oberfläche machen. Und habe vielleicht rechts und links meine Leiste, wo ich meine einzelnen Funktionen anklicke, aber ich arbeite immer in einer Ebene. Wenn bei Genau. einer Software durch einen Klick ein weiteres Fenster aufgeht, dann geht bei mir schon so das Fenster Ja. runter. Ja. Das ist auch Ne? der Punkt, den ich zum Beispiel bei Nina bei der V9 kritisiere. Wenn ich Kreuzstich und Quilter benutzen will, dann geht ein weiteres Fenster auf. Und mir ist es schon so oft passiert, dass ich die Hauptsoftware geschlossen habe, vor lauter schnell, schnell, und plötzlich geht das Fenster auf, dieses Modul kann nicht selbstständig laufen. Klack. Ja, und dann vergisst du vielleicht vorher noch zu speichern und hast dann deine Arbeitsdatei auch gar nicht mehr. Das ist dann noch Ja. ärgerlicher. Ja, ich weiß. Okay. Ja. Also, Kennen wir alles. na, keine Software ist perfekt.
Ich Nee. bin gegen Ja. weitere Fenster, aber ich muss damit leben jetzt, weil ich hauptsächlich mit der V9 arbeite, dass halt auch zweimal dieser Fall vorkommt. Oder bei Hedge, ich wüsste jetzt nicht spontan, wo da ein Fenster aufgeht, du weißt Da es geht kein bestimmt. Fenster auf. In Hedge hast du ja, das ist auf vier Module aufgeteilt und im Prinzip kannst du dich hocharbeiten mit den Möglichkeiten, die die einzelnen Module haben. Du musst also nicht jedes Mal die Software neu installieren, wenn du zum Beispiel mit dem Composer anfängst und einfach nur deine Dateien irgendwie ein bisschen konvertieren willst oder sortieren willst oder so. Und du möchtest dann als nächstes zum Personalizer aufstocken oder zum Organizer. Dann installierst du nicht die komplette Software neu, sondern du kaufst die Seriennummer und dann wird das freigeschaltet und du hast dann einfach die weiteren Funktionen in der Software drin, die dann freigeschaltet sind. Und Ja. der Digitizer ist eben die Vollversion sozusagen und da hast du wirklich alle Möglichkeiten. Und das Gute bei Hedge finde ich ist auch, und auch bei Willkommen, aber bei Hedge eben auch, die 30-Tage-Testversion, die geben dir eben Zugang zu dem kompletten Programm und du kannst alles testen und du kannst alles speichern und du kannst alles sticken. Während du ja bei mBird, Wir erinnern ich uns. weiß nicht, ob das jetzt mit der neuen Software von mBird, also diese Updates, ob das jetzt anders ist, aber als ich damals mit mBird angefangen habe, konnte ich meine Sachen nicht speichern und testen. Und das war nervig, also in der Testversion. Ja. Das ging dann erst, nachdem man die Software gekauft hat. Und bei Hedge, da kann man eben wirklich testen, 30 Tage lang. Und man jedes Mal, wenn man die Software in der Testversion öffnet, kommt ein Fensterchen und sagt einem, wie viele Tage man noch zur Verfügung hat zum Testen, also wann die Testphase abläuft. Und man hat aber Zugang zu allen Werkzeugen und zu allen Einstellungen, also das, was im Genau. Prinzip der Digitizer liefert. Und Und wenn die das finde ich Testzeit ist abgelaufen wichtig. ist, kannst du zumindest noch konvertieren. Du kannst noch konvertieren und selbst wenn du es dann erstmal eine Weile nicht benutzt und du kaufst es später, dann brauchst du es nicht neu installieren. Du Genau, aktivierst gibst es einfach nur einfach. deinen Code Ja, ein und dann funktioniert das genau, Ganze ja. wieder. Also würdest du dazu raten, immer gleich die Vollversion zu nehmen, weil es ist ja auch eine Preisfrage. Ich rate immer dazu zu sagen, teste und gucke, was du brauchst. Ja, in der Testversion habe ich ja aber alles. Ja. Also ist ja immer die Vollversion und dann ist es, Naja, finde ich, für wenn das ein. Fenster, wenn sich jetzt öffnet, dann hast du alle vier Module aufgelistet und dann kannst du auf das Ja. Modul klicken, was du testen möchtest. Und in Ja. dem Modul hast du dann entsprechend die verfügbaren Werkzeuge. Und kannst dann sagen, okay, das reicht mir nicht. Ich mache die Software jetzt zu und mache ein anderes Modul, ein höheres Modul auf und gucke, was ich da kann. Also du kannst wirklich die 30 Tage auch schön durchtesten. Und das würde ich auch empfehlen, das empfehle ich eigentlich immer. Und ich habe in meinem Smart Design YouTube-Kanal auch ein Video, wo ich die ganzen Module erkläre, also wo auch die ganzen Funktionen erklärt sind. Das findet man eben auch in meinem YouTube-Kanal. Ich habe für die Akademie keinen eigenen YouTube-Kanal angelegt, weil ich denke, es ist halt Smart Design und warum soll man sich noch mehr Arbeit machen, als man sowieso schon hat? Und die Kunden und die Interessenten sind ja in dem YouTube-Kanal schon vorhanden. Da muss ich die ja nicht noch zu einem anderen Kanal leiten. Also wer da Ja. Interesse hat, der guckt einfach nach Smart Design bei YouTube und findet da eben auch meine kostenlosen Hedge-Videos. Also alles, was ich da kostenlos anbiete, ist in dem Kanal eben auch drin. Dann kann man sich informieren, ja. Also das mit den Genau. unterschiedlichen Stufen, das ist auf jeden Fall eine gute Lösung. Das Problem habe ich oft mit der Bernina Software, die ja auch von Willkommen ist, die ja sehr ähnlich funktioniert. Also ich fühle mich dabei Hedge heimisch, weil ich muss vielleicht schauen, wo ist die Funktion jetzt, weil sie irgendwo anders rechts, links ist? Aber die Symbole sind ähnlich und so Ähnlich, ja. selbsterklärend, dass ich eigentlich problemlos wechseln kann. Aber bei der V9 habe ich in der Testversion immer die Vollversion. Und ich kann selbst nicht beurteilen, ob mir der Creator reichen würde. Und dann ist es auf jeden Fall wirklich besser, dass ich in der Testversion sagen kann, okay, ich schaue jetzt mal, würde mir der Personalizer am Anfang reichen für das, was ich mache? Denn erweitern geht ja immer. Es ist halt nur so, es ist Ja. teurer, wenn ich es in Etappen kaufe. Gibt es denn irgendwas an Hedge, das dir nicht gefällt oder das man verbessern könnte? Als ich Hedge damals gekauft habe,
verglichen mit Willkommen, also ich basiere das auf Willkommen mit meiner Erfahrung die ganzen Jahre, fand ich zuerst, dass die Oberfläche ziemlich zugebaut ist mit diesen ganzen Reitern und Leisten links und rechts, wo alles drin erklärt ist. Aber nachdem man sich da so ein bisschen eingearbeitet hat und wenn man das dann aus der Sicht eines Anfängers im Digitalisieren sieht, dann macht das alles Sinn. Da ich ja Willkommen benutze und die Symbole kenne, habe ich auf dem Bildschirm viel mehr Platz. In Willkommen hat man nicht die Erklärung dazu. Da hat man einfach nur die Werkzeuge und das war's. Und in Hedge hat man eben auf der linken Seite also wirklich, ich will nicht sagen eine lebenslange, aber eine ziemlich erklärende Bezeichnung für jedes einzelne Werkzeug, was natürlich Platz wegnimmt auf der Arbeitsfläche beim Arbeiten. Aber da gewöhnt man sich dran. Und selbst wenn ich an meinem Laptop arbeite mit einem kleineren Bildschirm, komme ich da auch ganz gut klar mit. Ja, man kann ja auch noch ein bisschen schieben und sortieren nach den Ja, eigenen und einschalten und ausschalten, Vorlieben. ja. Ja. Was ich noch ein bisschen bemängele, ist, dass die Übersetzung von Hedge vom Englischen ins Deutsche offensichtlich nicht komplett ist. Also ich dachte immer erst, das liegt an meinem Computer, weil mein Computer natürlich auf Englisch läuft. Ich wohne in Australien, ich habe alles in Englisch und dann habe gedacht, naja, vielleicht liegt das ja daran. Aber nein, also ich habe auch schon Feedback von meinen Kursteilnehmern bekommen, die in Deutschland sind und die Software in Deutsch installiert haben und die eben auch englische Bezeichnungen an bestimmten Stellen haben, wo ich dann denke, sollte man vielleicht willkommen mal darauf hinweisen, dass da was fehlt? Aber dann wieder, das passiert selbst in Willkommen. Weil ich habe ja meine Willkommen-Software hauptsächlich auch in Deutsch laufen. Einfach, weil das meine Muttersprache ist. Das ist ja nun mal so. Und selbst da sind Sachen nicht komplett übersetzt und manche Sachen sind immer noch in Englisch, obwohl ich Deutsch eingestellt habe. Also im Hintergrund. Nicht wirklich sichtbar für andere, aber im Hintergrund halt. Mir fällt sowas dann auf. Naja. Aber das ist nicht schlimm. Aber in Hedge fällt es halt auf, wenn jemand der Sprache nicht mächtig ist, der englischen Sprache und Beginner ist, Anfänger ist. Könnte man darüber stolpern? Und solche Sachen, da weise ich in meinen Videos aber dann auch drauf hin, in den Lernvideos und erkläre das dann eben auch. Also da gibt es dann keinen Grund, sich da beängstigt zurückzulehnen und die Software zuzumachen und das alles sein zu lassen, sondern einfach weitermachen. Und bei Fragen einfach fragen. Wir hatten es heute ja schon vom Denglisch, also Ja, Englisch, vom ja. Englischüberschuss in der deutschen Sprache, dann lernt man dieses eine Wort eben, was es in seiner eigenen Software bedeutet. Genau. Das geht dann. Und wir sind ja froh, ne? Es gibt ja auch den Fall, dass die Software manchmal komplett nur auf Englisch funktioniert. Genau, Das ja. ist bei Hedge nicht der Fall. Das stimmt, ja. Die kann man in verschiedenen Sprachen einstellen. Das ist sehr praktisch. Ja, also sie ist Ja. dann schon ziemlich deutsch. Ja, aber Während man bei ansonsten. anderen Programmen oder halt eben anderen Betriebssystemen wirklich komplett mit Englisch, auch mit einer englischen Hilfe arbeiten muss, das finde ich dann schon sehr anspruchsvoll. Ja. Also Hilfe hätte ich dann schon gern auf Deutsch. Die Hilfe, genau. Aber um mal mit diesen englischen Begriffen und den deutschen Begriffen weiterzumachen, da ist zum Beispiel in Hedge diese Funktion, dass man Stickdatei-Alphabete. Also wenn du zum Beispiel ein Alphabet in PES gekauft hast oder in VB3, jeden einzelnen Buchstaben als eine Stickdatei, dann kannst du in der Vollversion im Digitizer dieses Alphabet als Tastaturalphabet hinterlegen, abspeichern. Das geht im Digitizer. Und im Englischen nennen die das ganz einfach, kurz und bündig, Keyboard Design Collection. Fertig. Im Deutschen ist das ein Zungenbrecher für mich? Tastaturstickmusterkollektion. Ich musste das eine Weile wirklich üben, auszusprechen. Das fand ich schon schwer und ich spreche Deutsch. Also manchmal sind englische Sachen dann wirklich kürzer und knackiger und auf den Punkt, aber vielleicht einfach nicht sinnvoll für jemanden, der die Sprache halt nicht spricht. Ja. Ja, ich hatte, also bei der V9 heißt es ja gleich, also das gleiche Funktion. Und als ich das erste Mal gelesen habe, kam ja erst mit Hedge 3 und mit der V9, da war meine erste Aussage so, oh, die Schweizer,
So, weil ich habe ja auch oft das Problem mit Bedienungsanleitungen von Bernina Nähmaschinen, dass ich in der Suche nicht finde, was ich suche, weil mir dieses Wort nicht einfällt, was die Schweizer dafür als Deutsch verwenden. Und darum sage ich ganz oft so, ja, die Schweizer, wenn sie sich im Deutschen versuchen, Aber dann verstehe das ist dann dasselbe Wort, aber auch in der Berliner ich. Software, oder? Ja, meine Kollegin dann auch eben so, nee, 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 da können die Schweizer nichts dafür. Das ist ein Problem von Willkommen. Ja, ich meine, da kommt das dann wieder zum Vorschein, wenn man sagt, man kann manche Sachen einfach nicht eins zu eins übersetzen, Ja. weil es entweder keinen Sinn macht oder viel zu lang wird. Und es gibt ja unheimlich viele Wörter im Deutschen, die aus mehreren Substantiven bestehen und einfach aneinander gehängt werden. Die sind ja ein Horror für jeden, der Deutsch lernen muss. Ja, deswegen hat man also auch im allgemeinen Softwarebereich, also nicht nur beim Sticken, eben ganz viele englische Begriffe. Das sind wir ja mittlerweile auch gewöhnt. Genau. Und das lernt man dann ja aber auch, wenn man sich mit der Software beschäftigt, dann ist dieses Wort einfach so, also Keyboard Collection zum Beispiel wäre die Kurzfassung, okay, dann weiß ich, ich kann hier meine Buchstaben meiner Tastatur zuordnen. Genau. Dann findet man es auch relativ Oder man schnell. merkt sich einfach bei Hatch dann KDC, das ist die Abkürzung für Keyboard Design Collection. Wenn du dann irgendwo KDC siehst, diese kurze Abkürzung, diese drei Buchstaben, dann weißt du genau, ah, das sind meine gesammelten Werke von meinen Ja. Tastatur-Stickmuster-Kollektionen. Gut, Ansonsten dass ich das hier hilft auf dem auch immer noch Bildschirm habe. einfach die Bilder anzuschauen oder einfach mal zu klicken. Das ist auch das, was ich bei der Software Oh oft ja. rate. Die stürzt nicht ab, dein Rechner explodiert nicht, wenn du falsch gedrückt hast. Und es gibt auch immer einen Weg zurück, auch wenn man den dann vielleicht erklären muss. Aber dafür haben wir einen Software-Support. Wenn jemand sagt, ich habe jetzt wirklich meine Software irgendwie komplett verstellt, kann man alles wieder lösen. Es passiert nichts, wenn man einfach irgendwas anklickt. Genau. Und wenn man schon mal angefangen hat zu arbeiten, dann einfach speichern und dann Ja. weiterklicken. Immer speichern, speichern, speichern. Speichern, 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 speichern. Zur Not verschiedene Versionen abspeichern. Genau. Wenn man Genau. Eins, Stickmuster zwei, drei, vier erstellt, oder so. kann Ja, das schon genau. passieren, dass man in einem Ordner dann hat Stift 1, Stift 2, Stift 3, dass man sich überlegen kann, Ja. welche Version war jetzt eigentlich schön? Was ich oft höre in Sachen Software ist von Kunden, ich habe Angst, dass ich es nicht kann. Ich meine, du bietest Kurse an. Also Ja. das ist schon mal die eine Lösung. Aber hast du irgendwie so einen Tipp, den Leuten auch die Angst zu nehmen, sich damit zu beschäftigen? Ja, wie du schon sagst, einfach ausprobieren, dass man diese Software zum Beispiel wirklich die 30 Tage, also einen Monat lang testen kann, ohne dass man irgendeine Verpflichtung eingeht oder irgendwie Geld ausgeben muss, finde ich, hilft schon mal sehr viel, um zu gucken, ob man überhaupt damit klarkommt. Es gibt natürlich auch Leute, die möchten das gerne machen, aber die kommen mit dem Computer überhaupt nicht klar und scheitern dann schon daran, überhaupt erstmal eine ZIP-Datei zum Beispiel zu entpacken oder bei solchen Sachen. Ne? Das sehe ich auch öfters als Feedback manchmal im Shop, also in meinem Etsy-Shop oder eben auch in meinem anderen Shop. Da kommen dann durchaus auch mal E-Mails, wie geht denn das jetzt weiter, wo finde ich denn das und wie geht das und ich habe keine Ahnung und so. Dann gibt man einfach Hilfestellung, weil ich denke mal, das gehört einfach dazu. Und das ist auch der Grund, warum ich in den Facebook-Gruppen mit unterwegs bin und versuche eigentlich zu helfen, wobei das natürlich auch eine zeitintensive Frage ist. Also Facebook kann sehr zeitfressend sein. Ich Ja. versuche mich da zurückzuhalten. Ich bin also unterwegs und gucke immer mal in den Gruppen durch und wenn ich irgendwo einen Post sehe, wo noch keiner geantwortet hat und der noch ziemlich frisch ist, dann antworte ich da auch. Aber wenn dann natürlich dann schon so viele Leute geantwortet haben und mehr oder weniger jeder das Gleiche geantwortet hat, dann halte ich mich da zurück, dann scrolle ich weiter, weil da braucht man keinen 20. Kommentar, der das Gleiche sagt wie die 19 Kommentare davor. Ja. Ja, es hilft ja dem, der fragt, dann auch nicht weiter. Aber ja, grundsätzlich einfach versuchen, einfach überlegen, wie sehr man das möchte, was man da möchte. Möchte man es wirklich lernen oder interessiert es einen überhaupt? Und wie gut kommt man mit dem Computer an sich klar oder hat man überhaupt mit dem Computer schon Kontaktprobleme? Ich denke,
Es fällt leichter, wenn man am Computer schon ein bisschen erfahrener ist und nicht bloß das Handy für Facebook und Instagram und sowas benutzt, sondern wirklich den Computer benutzt und da auch eben bestimmte Sachen, selbst Textprogramme, Textsoftware schon Ja. bedienen kann, also mit der Maus umgehen kann. Also mit der Maus sollte man umgehen können, wenn man digitalisieren möchte. Man braucht kein Tablet mit Stift, aber mit der Maus sollte man umgehen können. Ja, da fällt mir noch ein ganz wichtiger Punkt ein. Windows und Mac. Ah, ja. Hedge läuft nicht auf Mac. Hedge läuft nicht auf Mac. Hedge läuft nur auf Mac, wenn man das Parallels installiert. Und ich bin kein Mac-Nutzer. Ich kann da nicht, da kann ich wirklich keine Hilfestellung geben. Da bin ich raus. Tut mir leid. Also da kann Ja. ich nicht helfen. Und ich habe aber wirklich auch Kursteilnehmer, die sitzen normalerweise am Mac und die eine zum Beispiel, die zeichnet auf ihrem iPad mit Procreate ihre Designs, ihre Motive und hat sich für Hedge einen Laptop gekauft, auf dem sie dann digitalisiert. Ja, die Konstellation haben wir tatsächlich auch sehr oft. Ich habe schon so im Scherz mal gesagt, wir könnten eigentlich auch mal eine Kooperation mit Mediamarkt machen, weil wir, während wir die Software verkaufen, Ja. auch schon Laptops Wir mitverkauft haben. genau, ja. Ne, es geht ja um die Systemanforderungen. Ja, Also ja. der allereinfachste Laptop tut es nicht mehr, Nein, weil sonst leider läuft das nicht. Ganze nicht. Es ist schon sehr umfangreich. Also wir haben ja im Shop die Systemanforderungen, die sollte man, wenn man sich nicht auskennt, am besten einfach abfotografieren oder screenshotten, dann Oder in den ausdrucken, ja. zum PC-Fachmann gehen. Also ich will jetzt nicht irgendwie irgendjemand bevorzugen, aber man braucht jemanden, der sich damit auskennt. Genau. Dahin, ich brauche einen Laptop, der das kann. Am besten wäre sowieso noch ein richtiger Rechner, weil der halt einfach immer ein bisschen mehr kann und ein bisschen flexibler ist, was das angeht. Zumindest in Sachen Nachrüsten, wenn er nachrüstbar Mit ist. dem Nachrichten auf jeden Fall, ja, aber Also ein richtiger PC. ja, also da kann ich aber von mir hier reden. Zum Beispiel, ich habe hier einen Laptop bei mir auf dem Tisch stehen, aber das ist ein sogenannter Gaming-Laptop. Der hat also einen unheimlich schnellen Prozessor und viel Speicher und eine super Grafikkarte. Also dieses ganze Paket ist eigentlich für diese Gamer ausgelegt. Und diese Laptops, die sind, also die lachen Perfekt. über Hedge. Ja, ich habe an meinem Laptop, an dem ich hier gerade sitze und mit dir rede, habe ich Hedge und Wilcom parallel laufen, ohne dass sie Probleme haben. Und die haben, Ja. jede für sich brauchen ja schon viel, viel Saft, sage ich jetzt mal, ja, so salopp gesagt. Und die laufen Genau. parallel. Ich habe Hedge und Wilcom parallel laufen. Ich arbeite in beiden Programmen an diesem Laptop. Also wenn der Laptop das schafft, wenn diese Gaming-Laptops, die schaffen Ja. das ganz einfach, ja. Also nicht Siehst du, das und ich habe einen Billigste und normalen Arbeitslaptop. Ich habe vor dem Meeting meine Programme geschlossen. Ich kann zwar beide parallel benutzen, aber man Ja. merkt es dann stellenweise schon, dass die Sachen länger dauern. Und ich möchte eigentlich auch nicht, dass ich mal das Speichern vergesse und dann irgendwie die Arbeit der letzten 10 Minuten, weil das kann viel sein, im Ja. Eimer ist. Und deswegen benutze ich Sticksoftware eigentlich immer nur einzeln. Es sei denn, ich muss irgendwas schnell präsentieren, aber dann zeigen die ja nur eine Stickdatei an und arbeiten in dem Moment nicht. Also da sollte man auf jeden Fall in die Systemanforderungen schauen. Ja. Und dann haben wir viele Kunden, die wirklich einen Laptop kaufen, nur zum Digitalisieren. Der steht im Nähzimmer dann, die benutzen privat einen Mac und neben Ja. der Stickmaschine steht ein Laptop mit Windows. Ja, da habe ich auch Kursteilnehmer durchaus, wie gesagt. Und dann wird noch ein größerer Bildschirm gekauft oder es wird sich ein Tablet dazu gekauft, wo man dann eben wirklich mit dem Stift Freihand digitalisieren kann und solche Sachen. Was ich noch, um auf den Laptop nochmal zu sprechen zu kommen oder generell auf den PC, was ich ganz oft lese, ist in der englischen Hedge-Gruppe, dass die Leute sich wundern, warum Hedge einfach einfriert und nicht weiterarbeitet und abstürzt und solche Sachen. Das liegt dann höchstwahrscheinlich wirklich daran, dass sie auf einem Gerät, auf einem PC oder Laptop, der nicht genug Platz hat oder nicht genug Leistung hat, zu viel laufen lassen. Oder eben, es ist wirklich ein älteres Betriebssystem Ja. und Hedge läuft gerade so. Ja, oder ja, der Laptop muss einfach oder der Computer muss einfach ein Update erhalten, eine größere Festplatte oder mehr Arbeitsspeicher und solche Sachen. Also das liegt dann nicht immer an der Software, sondern es liegt einfach wirklich an der Hardware, die man benutzt.
Ja, spielen auf jeden Fall auch mit rein, genauso wie bei der Stickmaschine. Wenn Ja. meine Stickmaschine noch mit Diskettenlaufwerk betrieben wird, dann habe ich irgendwann einfach ein Problem, weil es gibt Updates, die Rechner werden immer moderner, auch die Handys werden immer moderner. Man kann ja auch mittlerweile Stickmuster per App übertragen. Da werden wir auch irgendwann an den Punkt kommen, an dem die Stickmaschine, wenn sie WLAN-fähig ist, nicht mehr kompatibel ist mit dem Smartphone. Also Ja. ich sehe es kommen in den nächsten Jahren, wenn wir auf den USB-A-Eingang verzichten bei der Stickmaschine. Das wird unweigerlich irgendwann der Fall sein, dass wir dann noch mehr Kompatibilitätsprobleme kriegen. Auch wieder so ein super deutsches Wort. Sehr schönes Ja, Wort. aber ich habe es Ich rausgebracht. versuche das gar nicht erst auszusprechen. Kompatibilität. Ja, ich sage es nicht nochmal. Ich bin jetzt froh, dass ich es Nein, einmal ist rausgebracht okay. habe. Ja, Patch. Ich frage bei den Nähmaschinen, wenn ich dran denke, ich habe es in ein paar Folgen mittlerweile auch vergessen, was ist dein nächstes Projekt? Hast du gerade bei Hedge was zum Digitalisieren in Arbeit? Ich meine, dein Shop ist voll, da wird bestimmt was in Arbeit sein. Es ist immer was in Arbeit, wobei meine Sachen wie gesagt, für meinen Shop, die kommen eben aus Willkommen. Stimmt. Aber bei Hedge habe ich natürlich ständig Projekte, weil ich natürlich ständig an irgendwelchen Kursen arbeite. Und die Projekte, die ich in Hedge offen habe, das sind die Projekte für die Kurse, für die Videos, wo ich dann die Lerninhalte aufnehme. Und im Moment arbeite ich da, das wird der nächste Kurs, der öffentlich geht. Hoffentlich innerhalb der nächsten 2 Wochen, Mitte bis Ende März spätestens. Das Ja, ist kein dieser Stress, wir haben Kurs. ja bei der Aufnahme immer ein bisschen Vorlauf. Ja, okay. Ja, also der Kurs, in dem ich momentan arbeite, das Projekt, was in Hedge offen ist, das ist wirklich die Tastatur-Stickmuster-Kollektion. Also das ist jetzt noch das, was für den Kurs, für Hedge selber jetzt eigentlich noch fehlt, was ich wichtig finde für die einen Digitizer haben, eben wirklich zu zeigen, wie sie ihre vorhandenen Stickdateialphabete A, B, C, D, E in sämtlichen Stickformaten, die sie da auf dem Rechner haben, wirklich als Tastaturschrift abspeichern, um sie in Hedge wirklich als Tastaturschrift nutzen zu können, so wie alle anderen Schriften, die in Hedge mitkommen. Also Hedge Ja. hat ja vorinstallierte, digitalisierte Schriften und man kann ja in Hedge auch die Computerschriften auto-digitalisieren. Also einfach automatisch einstellen und dann muss man die natürlich noch ein bisschen nachbearbeiten, je nachdem, wie gut die Qualität von der Vorlage von der Schriftart ist. Also selbst bei den TTF- und OTF-Schriften gibt es ja auch Qualitätsunterschiede und Hedge kann nicht alles problemlos umsetzen. Man muss gerade bei verschnörkelten Sachen auch noch nacharbeiten. Und das sind so die Themen, die ich in den nächsten kommenden Kursen eben noch abarbeiten werde und ansprechen werde. Aber das aktuelle Projekt, das sind wirklich die Tastaturschriften aus Stickdateien, aus Stickmusteralphabeten. Ja, wie sagt man das auf Deutsch? Das Genau. kannst du auch Du da kommst nennen, wie du willst. Ich habe mich mit dem Thema mit der Keyboard Collection ja auch schon beschäftigt, ne? Also, Jeder nennt es ein bisschen anders. ja, und viele, die auch Deutsche, die Embrilliance nutzen, um die BX-Schriften zu kaufen, zum Beispiel. Das ist ja genau das Gleiche für Embrilliance. Diese BX-Schriften für Embrilliance sind ja auch direkt für die Tastatur erstellt. Und Ja. wenn man seine eigenen Dateien mappen möchte, geht das ja auch. Und in Hedge gibt es eben auch einen speziellen Weg dafür. Und ja, das wird der nächste Kurs. Müsste mich auch mal wieder damit beschäftigen. Ich gebe zu, ich bin da jetzt relativ faul gewesen. Ich habe gesehen, dass ich meine letzten zwei selbst erstellten Stickschriften noch gar nicht meiner Tastatur zugeordnet habe. Ich muss Muss ganz ich ehrlich auch noch sagen, machen. ich habe die Schriftarten, die ich, also die Stickschriften oder die Stickdateialphabete, die ich in meinem Shop drin habe, die habe ich auch noch nicht komplett für Hedge umgewandelt. Aber dafür werde ich sie nehmen. Das sind dann die Beispiele, die ich dann benutze, um die im Kurs eben
zu zeigen und die Schritte eben aufzuzeigen. Ja, Also da macht man es da. dann auch. Ich Ja, habe na auch, ja, also. als diese Funktion gekommen ist, habe ich ja erklärt, wie es funktioniert. Und in der Zeit habe ich meine Alphabete auch alle der Tastatur zugeordnet. Und Ja. jetzt hatte ich das Thema schon lange nicht mehr. Habe festgestellt, meine letzten zwei Schriften sind überhaupt nicht zugeordnet. Muss ich noch machen. Ja, die Frage ist, ob man es nachher dann auch benutzt. Aber ich glaube, das hängt auch von der Schrift ab. Wenn das jetzt Applikationsbuchstaben sind, dann könnte das ein bisschen aufwendig werden, das dann auch auszusticken. Weil ja jeder einzelne Buchstabe trotzdem eine einzelne Stickdatei ist. Also Ja. das wird dann interessant. Aber wenn das zum Beispiel Buchstaben sind, die sich aus einfachen Lauf- und Füllstichen und ein paar verschnörkelten Motiven oder Blümchen zusammensetzen, und wenn man da natürlich eine Tastaturschrift draus macht, ja, das funktioniert dann ganz gut. Lohnt Ich sich erinnere aber auch mich. mit den Applikationen dann eintippen, zerlegen, farblich sortieren, Ja, wieder ja. zusammenfügen. Genau, das ist dann noch ein bisschen aufwendiger. Also ich glaube, bei Applikationen würde ich dann passen, die würde ich einfach so weitersticken, wie ich sie immer gestickt habe. Direkt in die Aber Stickmaschine laden und gut. da sind wir ja wieder beim Thema. Es gibt keine allgemeine Vorschrift, wie Nein. was zu machen ist. Es gibt keine Stickpolizei und es gibt auch keine Sticksoftwarepolizei. Nein. Wenn ich meine eigenen Sachen entwerfe, kann ich an meinem Rechner machen, was ich will. Ich schicke es ja an die Maschine und ich stick's es ja dann. Also du Genau. wirst es genauso machen beim Digitalisieren, bei den Probestickereien, dann stimmt vielleicht mal die Reihenfolge nicht. Ist egal, ich weiß es ja, ich habe es gerade gemacht. Ich stick's jetzt und ich kann die Stickreihenfolge auch später ändern, wenn ich wieder am Rechner bin. Genau. Also jeder ist sein eigener Herr in Sachen Sticken. Genau, am Ende musst du glücklich sein mit dem, was du machst und was dabei rauskommt. Ja. Erst in dem Moment, wo du dann irgendwann überlegst, das zu verkaufen, da musst du noch ein bisschen Ja, weiterdenken, weil dann. das ist immer der Punkt bei mir so. Verkaufen wir das? Und dann so, oh, wenn ich es verkaufen will, muss ich aber noch eine Stunde oder zwei Stunden Arbeit reinstecken, damit es andere auch verstehen, was ich mir gedacht habe. Ja, vor allem bei den InDoHoop-Dateien, bei den ETH-Dateien Ja, sowieso. ganz Also wichtig. da kommst du nicht drum rum, wenn du Sachen verkaufen möchtest, da eine ordentliche Anleitung. Und die Betonung liegt auf ordentlich mitzuliefern. Also selbst wenn es bloß eine Textanleitung ist, solange wie sie aussagekräftig ist, ist ja alles okay. Ja. Aber viele Leute gucken sich nur Bilder an. Und ich habe ja auch ETH-Kurse. Also auch Minikurse, wo das erklärt wird. Und auch in den Komplettkursen habe ich auch das Thema ETH. Da spreche ich das eben auch an. Also schon beim Digitalisieren, worauf man eben achten muss. Und dass man das eben im Hinterkopf behalten sollte, dass man dann eben auch nicht nur für sich selber diese Anleitung aufschreibt, weil man muss sich ja Notizen machen, sonst du speicherst das ab, machst am nächsten Tag den Computer wieder auf und denkst so, wie war das jetzt? Wenn das was ganz Neues ist, was du ausprobierst, ja. Also man muss sich selber ja sowieso auch Notizen machen. Und je besser die im Endeffekt nachher sind, umso glücklicher ist der Kunde. Die meisten, denke ich mal, die wirklich ernsthaft sich mit dem Thema beschäftigen, die wollen halt auch verkaufen. Am Ende. Irgendwann kommt der Punkt, wo sie ihre Sachen auch verkaufen möchten. Kommt ganz oft, ja. Und wir haben von dir ja noch einen Beitrag, also eine Zusammenarbeit im Nähratgeber mit einer InDoHoop-Tasche, wo wir es erklären. Die Datei dazu gibt es mit einem Rabattcode bei dir im Shop dann. Das werde ich in die Shownotes packen. Dann kann man sich bei dir ja auch die Kurse mal anschauen und Hedge ausprobieren. Dich fragen, wenn Genau. irgendwas ist. Wer bei uns Hedge kauft, bekommt auch noch ein kleines Goodie bei Smart Design und umgekehrt ist es auch. Ich sammle Genau. einfach mal alles zusammen und verlinke das in Genau. den Shownotes. Genau. Wir können uns ja nochmal treffen und uns über deine Topaz 50 unterhalten. Wir finden immer was Ja. zum Quatschen. Und ich bin jetzt mal gespannt, wie das Thema Software im Podcast dann so ankommt. Ja. Das kann man vielleicht dann auch ja nochmal ausarbeiten mit spezielleren Sachen. Es kommen aber erst noch zwei andere Programme dran und dann schauen wir mal, wie das Ganze ankommt. Ich bedanke mich bei dir für das nette Gespräch über Hedge und
deinen Werdegang und deinen Job. Und wir sehen uns bestimmt mal wieder. Ganz, ganz lieben Dank, dass ich da sein durfte. Es hat mich ganz doll gefreut und ja, hat Spaß gemacht. Gut, dann wünsche ich euch noch viel Spaß beim Sticken oder Digitalisieren, beim Ausprobieren. Digitalisieren, ja. Testversion, ganz wichtig. Ja. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Jeden Dienstag gibt es eine neue Folge. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr die unter den Insta-Post stellen oder auf Facebook. Ihr könnt uns auch eine E-Mail schreiben an service@nelpack.com mit dem Hinweis, dass es um den Podcast geht. Ja, dann wünsche ich euch noch viel Spaß. Hört die anderen Folgen und hört mal wieder rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.